Hallo liebe Kinder, heute geht es um die Anfänge der Kunst. Irgendwann muss ja die Kunst entstanden sein. Irgendein Mensch hat damit angefangen, etwas zu malen oder zu formen. Etwas, das erstmal keinen besonderen Nutzen hatte, wie ein Speer zu schnitzen oder eine Steinaxt zu bauen. Was könnte das gewesen sein und wie ist es entstanden? Wir wissen, dass die frühen Menschen, die Urmenschen, in der Steinzeit vor 50.000 Jahren schon Bilder gemalt haben. Der Name Steinzeit kommt daher, weil die Menschen Äxte, Messer oder Speerspitzen aus Stein gemacht haben, weil Metall noch nicht erfunden war. Die Urmenschen lebten in Erdhütten und hatten keine Haustiere wie Kühe oder Schweine. Der Steinzeitmensch musste jeden Tag Beeren, Wurzeln oder Früchte sammeln. Wenn er Glück hatte, konnte er vielleicht auch mal ein Tier jagen, aber Fleisch gab es eher selten. Wir wissen aber, dass die Menschen damals schon Bilder gemalt haben. Aber wie haben sie diese Bilder gemalt und worauf? Papier war noch lange nicht erfunden. Sie konnten Bilder auf Felswände malen. Aber es sollte ein Ort sein, der gut geschützt ist vor Regen und auch gut versteckt. Denk mal an Höhlen. Die sind so ein Ort. Und tatsächlich hat man in Höhlen Bilder von Urmenschen gefunden. Was haben die Menschen wohl damals gemalt? Wir sehen verschiedene Tiere und können auch gut erkennen, welche Tiere das waren. Rinder, Pferde, ein Rhinoceros, Raubkatzen oder ein Bison. Hier kann man auch Menschen erkennen. Was glaubst du, woraus bestand die Farbe, mit der die Bilder gemalt wurden? Für Schwarz konnte Holzkohle verwendet werden. Für Ocker und Rottöne wurde farbiger Stein ganz fein gerieben. Für das Weiß wurde Kreide benutzt. Da die Menschen damals noch keine Schrift hatten, haben sie ihren Handabdruck als Unterschrift benutzt. Jetzt kannst du ein Höhlenbild zeichnen. Lass unten noch etwas Platz, da kommt dann später dein Handabdruck hin. Schau mal, mit wie einfachen Mitteln dieses Tier gezeichnet ist und trotzdem können wir sofort erkennen, dass dies eine Ziege ist. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie auch du so eine Steinzeitziege zeichnen kannst. Fangen wir an mit einem geraden Strich für den Rücken. Als nächstes eine Art längliches Dreieck für das hintere Bein. Noch eins daneben für das andere Bein. Nun die Vorderbeine. Und noch eins. Der Kopf ist auch wieder ein Dreieck. Jetzt noch die Hörner, der Euter und der restliche Körper. Fertig. Jetzt kannst du auf diese Art noch ein paar Ziegen auf dein Blatt zeichnen und fertig ist dein Höhlenbild. Hast du auch die Menschen auf dem Bild gesehen? Es sieht so aus, als ob sie Pfeil und Bogen in der Hand halten. Was meinst du, haben sie die Ziegen gejagt oder vor Raubtieren beschützt? Jetzt könnt ihr eine Handunterschrift auf euer Bild machen. Um euren Handabdruck auf das Bild zu malen, legt ihr eure Hand auf das Blatt. Nun fahrt ihr mit einem Stift, am besten Wachsmalkreide, um die Finger und die Hand herum, dass alles um eure Hand herum angemalt ist. Wenn ihr dann eure Hand wegnehmt, bleibt euer Handabdruck als weiße Fläche stehen. So kann das dann ungefähr aussehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß.